Hallo und herzlich willkommen zum 9. Teil der Marisco Video Tutorial Serie. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ergebniswirkungsnetze erstellen. Ergebniswirkungsnetze stellen systemisch und logisch verknüpfte Annahmen grafisch dar, die zur potenziellen Erreichung der Wirkungen von Strategien eintreffen müssen. Sie umfassen die logische Abfolge von zu erreichenden Zwischenergebnissen, die letztlich eine positive Wirkung auf die Zielsysteme implizieren würden. Allzu oft schlagen Planungsteams Strategien vor, bevor sie die getroffenen Annahmen vollständig reflektiert haben. Infolgedessen werden Szenarien präsentiert, bevor die Ursachen-Wirkungsendpunkte von Strategien sorgfältig bedacht wurden. Das kann zu Unstimmigkeiten über die Effektivität der vorgeschlagenen Strategien führen. Im Falle des Managements natürlicher Ressourcen ist es nicht möglich, dass die Auswirkungen einer Strategie mit absoluter Genauigkeit vorhergesagt werden können, da Ökosysteme sehr komplex sind. Viele Elemente können auf unerwartete Weise reagieren oder es können neue Faktoren und Rückkopplungen auftreten. Das Planungselement der Ergebniswirkungsnetze kann helfen, die Komplexität des Managements von sozial-ökologischen Systemen besser vor Augen zu führen und dabei auch unvermeidliche Unsicherheiten zu berücksichtigen. Sie liefern auch erste konzeptionelle Modelle zur Vorhersage möglicher Veränderungen, die Managementstrategien in einem System bewirken. Als solche ermöglichen sie es Managerinnen und Managern, potenzielle blinde Flecken zu identifizieren und vermeidbare Risiken zu reduzieren. In einigen Fällen können die Ergebnisse einer Ergebniswirkungsnetzanalyse zur Schlussfolgerung führen, dass bestehende oder ergänzende Strategien die Situation wahrscheinlich nicht verändern werden. In diesem Fall müsste das strategische Portfolio neu gestaltet werden. Da die Ergebniswirkungsnetze ein Instrument sind, um die Vorstellungen des Teams über die Effektivität ihrer Strategien festzuhalten, bereitet dieser Schritt auch den Weg für die Gestaltung eines effektiven Monitoring-Systems und konkreter operativer Pläne vor. Einige Strategien können Schlüssel- oder Meilenstein-Strategien darstellen, die umgesetzt werden müssen, bevor weitere Schritte unternommen werden können. Der Prozess beginnt mit der Auswahl einer Strategie aus dem systemischen Situationsmodell und der Erstellung eines Ergebniswirkungsnetzes. Übersetzen Sie nun die zugrunde liegenden Faktoren und Ursachen oder Stresstreiber, die wahrscheinlich durch die Strategie beeinflusst werden, in angenommene Ergebnisse und formulieren Sie sie als positive Ergebnisse um. Wählen Sie dazu das jeweilige Element aus und ändern den Text. Bei den angenommenen Wirkungsketten, die durch die systemischen Beziehungen im systemischen Situationsmodell vorgegeben sind, müssen die entsprechenden Ergebnisse als Wenn-Dann-Beziehungen dargestellt werden. Arbeiten Sie sich systematisch weiter durch den Prozess, um alle zugrunde liegenden Faktoren und Ursachen sowie Stresstreiber in angenommene Ergebnisse umzuwandeln. Im Laufe der Aktivität ist es möglich, dass andere Elemente, an die vorher nicht gedacht wurde, identifiziert werden. Diese müssen dann in das Ergebniswirkungsnetz aufgenommen werden. Der nächste Schritt im Prozess ist die Formulierung von Zielen und Zielsetzungen für die Ergebniswirkungsnetze. Während Schritt 19 wurden bereits Ziele für die Zielsysteme definiert. Sie können nun weitere Ziele zuordnen. Klicken Sie dazu einfach auf den Knopf Zielsetzungen. Es öffnet sich ein Fenster, indem Sie in gewohnter Manier Ihre Informationen eintragen können. Damit ein Ziel und eine Zielsetzung wirksam sind, sollten alle zugehörigen Zielsysteme den Stresstreibern und den ihnen zugrunde liegenden Faktoren und Ursachen entsprechen. Es ist wichtig, daran zu denken, dass alle Ziele und Zielsetzungen ergebnisorientiert, messbar, zeitlich begrenzt, spezifisch und praktikabel gestaltet sein sollten. Um das Ergebniswirkungsnetz anzuzeigen, klicken Sie auf den entsprechenden Knopf unterhalb der Fortschrittsleiste. Zwischenergebnisse werden nun als blau-graue Elemente dargestellt, während Stresstreiber-Reduktionsergebnisse in weinroter Farbe abgebildet werden. Ziele und Zielsetzungen werden in Form eines Ovals mit blauer Füllung angezeigt. Sie können das Ergebniswirkungsnetz als PDF exportieren.